Hallo zu On the Grid. Heute geht es um das Thema Bundesheer. Bei uns ist der Herr Verteidigungsminister Mario Kunasek. Herr Minister, meine erste Frage ist an Sie. Wie fühlen Sie sich jetzt nach den ersten 100 Tagen, wir sind ja glaube ich schon bei 120 Tagen, beim Bundesheer als Minister und jetzt nicht mehr, wenn man so möchte, als Angestellter? Na, ganz gut, 100 Tage älter natürlich und auch an Erfahrung gewonnen, aber im Amt angekommen, eine schon große Herausforderung, mit dort und da auch Problemstellungen, die es abzuarbeiten gilt, aber insgesamt eine positive und gute Zeit und ich glaube, der Start ist ganz gut gelungen. Ja. Das Thema Bundesheer ist jetzt doch in den letzten 10 Jahren immer mehr und mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt. Davor war es ja, wenn man so sagen darf, ein gewisser Schatten da sein. Was sind Ihre Ziele für die nächsten 5 Jahre und wie sollen die umgesetzt werden, insbesondere unter dem Eindruck von engen Budgets? Ich glaube, wichtig ist einmal zu betonen, dass es immer mehr Budget geben kann. Der Verteidigungsminister sich nicht dagegen wehren wird, aber wir ein Mehr auch haben, um 180 Millionen für die nächsten 2 Jahre. Das bedeutet für uns, wir können den Investitionskurs weiter fortsetzen. Wir brauchen uns nichts vormachen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde sehr viel gespart, auch in der Struktur, in der Ausrüstung, Infrastrukturbereiche. Heißt für mich, Schritt für Schritt abarbeiten, Prioritäten zu setzen und dann nach 5 Jahren auch sagen zu können, wir haben ein Bundesheer, das besser geworden ist, moderner geworden ist und auch weiterhin eine hohe Anerkennung in der österreichischen Bevölkerung hat. Mein Kollege August-Peter Zurg hat das in der Pressekonferenz heute schon angesprochen, das Thema militärische Kooperationen, sowohl im Bereich der Forschung als auch eben in anderen Bereichen. Schweden plant jetzt für 2030 eine Art Stealth-Jet. Könnte man sich da vorstellen, dass Österreich auch daran teilzunehmen, weil die Schweizer hatten ja zumindest auch entsprechende Gespräche bezüglich dem neuen Saab-Gripen-System. Und das zweite Thema wäre Leopard A4. Die Deutschen haben jetzt A7 eingeführt. Wann ist da mit einer Aufrüstung zu rechnen? Naja, also zum einen einmal, was den Forschungsbereich betrifft, glaube ich, dass wir noch Luft nach oben haben, auch in der Kooperation mit unseren österreichischen Forschungseinrichtungen, wo wir auch die Europäische Union mitnehmen können, nämlich im Rahmen auch der ständig strukturierten Zusammenarbeit, wo ich auch vorhabe, diese Forschungsebenen noch sichtbarer zu machen. Wir hätten da unterschiedlichste Möglichkeiten im Bereich der ABC-Detektion als Beispiel, wo wir sehr viel Know-how mitbringen, aber auch in anderen Bereichen, wo ich glaube, dass wir nicht alles abgeholt haben, was abzuholen gewesen wäre. Und auf der anderen Seite, selbstverständlich haben wir auch im Bereich der gepanzerten Bereiche unsere Problemstellungen, die es jetzt Schritt für Schritt abzuarbeiten gilt. Aber da möchte ich auch betonen, dass wir nicht nur in diesen Bereich investieren müssen, sondern auch einmal in den grundlegenden Dingen wie Mobilität, sprich Fahrzeuge, Buchgeersatz, geschützte Mobilität insgesamt. Also da haben wir sehr, sehr viele Bereiche, die es abzuarbeiten gilt. Da bitte ich um Verständnis, dass das nur ein Teil sein kann. Und wir nehmen uns die Zeit 5 Jahre, um das wirklich Schritt für Schritt jetzt abzuarbeiten. Buchgeersatz, die Schweizer haben jetzt 300 Stück neue gekauft. Schauen Sie da neidisch zu den Eidgenossen rüber? Ja, was das Budget betrifft, kann man so den Schweizern sehr wohl neidisch drüber schauen, das ist keine Frage. Mir hat einmal ein Schweizer General vor kurzem gesagt, naja, eigentlich, sie wissen gar nicht wohin damit, weil sie wirklich, wirklich sehr, sehr viel haben. Aber jetzt Spaß beiseite, wichtig ist mir schon, dass wir diesen Buchgeh-Ersatz, ich sage jetzt einmal in diesem Bereich der Klasse der Buchgeh, rasch etwas machen. Es laufen aber jetzt auch in den nächsten 2 Jahren 500 handelsübliche PKW zu. Wichtig auch, um einfach von A nach B zu kommen. Aber das ist nur ein Bereich. Der andere Bereich ist der Bereich der geschützten Mobilität, wo wir auch Luft nach oben haben. Also Sie sehen, der Bedarf ist durchaus da. Meine Aufgabe wird es sein, erst im Rahmen der budgetären Möglichkeiten diese Basisebenen abzudecken und dann dort, wo es Großinvestitionen braucht, die es auch geben wird müssen, dann mit dem Finanzminister entsprechende Verhandlungen aufzunehmen. Ein weiterer Punkt ist das Thema geistige Landesverteidigung, was immer wieder kommt. Jetzt gibt es ja für Juni eine Medien-Enquete und das österreichische Bundesheer hat jetzt nicht unbedingt die, nennen wir es mal schmeichelhaft, besten Erfahrungen mit New Media in den letzten 10 Jahren gehabt. Da erinnere ich mich an einen Ulan-Werbespot mit hübschen jungen Damen. Aber was ist sozusagen das Ziel des Bundesheer medial neu aufzustellen? Da hat es ja verschiedene Kampagnen in den vergangenen Jahren gegeben, unter anderem zuletzt mit Robert Gratke und auch mit dem sehr erfolgreichen österreichischen YouTuber Novrich, der über 2,8 Millionen Abonnenten hat. Und da stellt sich schon die Frage, warum investiert man einerseits in einen Ö3-Mann? Wir haben jetzt gerade selber nachgeschaut, 25.000 Zugriffen und gleichzeitig hat aber das Bundesheer dann 500.000 Zugriffe auf Englisch und kann sich auch international besser
sage ich mal, profilieren, wenn man mit einem YouTuber, der selber Milizmann ist, sozusagen kooperiert? Ich glaube, erstens muss man festhalten, dass schon was weitergegangen ist im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn ich es jetzt mit anderen Ressorts vergleiche, dann ist das Bundesheer, denke ich mir, ganz, ganz vorne dabei. Die Polizei schaut neidvoll auch auf unsere Auftritte auf Facebook, Instagram etc. Aber selbstverständlich, gerade in diesen Bereichen ist die Modernisierung eine sehr rasche. Das heißt, man muss am Ball bleiben. Die Zielgruppe für uns ist eine sehr junge. Wir wissen, dass die Berufsentscheidung sehr früh heute schon gefällt wird, auch unter Beeinflussung des Elternhauses. Und wir müssen auf diese Dinge Antworten geben. Aber ich bin wirklich sehr stolz auf unsere Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn man sich heute die Seite des Bundesheeres ansieht, auch auf Facebook, Instagram und anderen Kanälen, glaube ich, sind wir ganz, ganz weit vorne dabei. Was den Robert Kratke auch betrifft, der hat einen Vertrag entsprechend, auch der unter Vorgängern ausgemacht wurde, der aber auch, und das sage ich schon, auch sehr gut angenommen wird, ja, und ich werde auch angesprochen darauf, aber mit YouTubern wie von dem Angesprochenen selbstverständlich werden wir auch Kontakt aufnehmen und vielleicht, wenn ich das ankündigen darf, gelingt uns dort und da auch eine Überraschung mit Persönlichkeiten etwas darzustellen, das bis dato noch nicht gegeben hat. Ich verstehe. Wie sehen Sie aber das Thema Propaganda? Ist das für das Bundesheer sozusagen auch eine Abwehraufgabe, wenn man so möchte? Und könnte es bei der Medienenquete, wo es ja auch um die österreichische Identität geht, auf seitens des Bundesheers gewissen Input geben? Ich glaube, das Bundesheer macht hier gute Arbeit. Da würde es nicht Propaganda bezeichnen, ich würde sagen Öffentlichkeitsarbeit im besten Sinne. Wir wissen, dass wir auch eine Wahrnehmung brauchen, nämlich die Wichtigkeit der Landesverteidigung, die Wichtigkeit für ein starkes Bundesheer. Das ist unsere Aufgabe, es darzustellen. Und ich erwarte mir selbstverständlich auch insgesamt bei dieser Enquete, die dann stattfinden wird, dass man sich auch über diese Dinge sozusagen auch Gedanken macht. Aber ich sage noch einmal, was die geistige Landesverteidigung betrifft, ist es nicht nur Aufgabe des Bundesheeres, diese sicherzustellen, sondern eine gesamtpolitische, auch gesellschaftliche Aufgabe. Und da sage ich ja, da braucht es sicherlich noch Vorwärtsbewegung. Und abschließend, was sind jetzt Ihre Ziele außer Hubschrauberersatz, Renovierung von Kasernen als auch Reform vom Dienstrecht in den nächsten 5 Jahren? Da muss man das Regierungsprogramm durchlesen, dann weiß man es. Nein, Spaß beiseite. Wichtig ist mir, dass wir wirklich versuchen, das Bundesheer so aufzustellen, dass wir sagen, wir können auf die modernen Bedrohungen Antworten geben. Vertrauensbildend auch für die Bevölkerung da sein, wenn sie Schutz und Hilfe braucht, in unterschiedlichsten Bereichen. Nicht darauf zu vergessen, dass es eine militärische Landesverteidigung gibt, die auch in der Verfassung festgehalten ist. Ein Milizsystem, um das das Bundesheer ja auch aufzubauen ist, so ist in Wirklichkeit auch das Gesetz ausgestaltet. Und dann vor allen Dingen aber auch noch eines, dass man den Soldatinnen und Soldaten auch das Gefühl gibt, dass sie eine wichtige Aufgabe haben und stolz sind, auch die Uniform zu tragen. Herr Minister, danke fürs Gespräch. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!